Ja, nee, du wirklich, du enttäuschst mich, ja. Ich dachte, du wärst ein richtig hartes Wollknöllchen. Naja, nichtsdestotrotz, ah, jetzt nachdenklich, okay, er hat sich doch anders überlegt. Guck mal, ob hier hinten was zu finden ist, anscheinend nicht. Nicht zum Festmachen, nothing. Gucken wir mal, yeah, eine Rutschpartie. Ich kann ein Stückchen unter das Eis gucken, man sieht, wie so eine Glasplatte sieht das aus. Cool. Bestimmt werden wir irgendwo noch einbrechen. Ja, diesmal kein Auto zum Glück. Jani hat nach links und rechts geguckt. Hoffe ich. Vorbildlich natürlich. So. Bam. Ja, habe ich mir doch schon gedacht. Oh. Ob das eine gute Idee ist. Okay, er geht nicht unter. Da ist er bestimmt irgendwo eine Münze versteckt. Da kannst du aber drauf lassen. So schön unterm Wasser. Da gucke ich jetzt mal nach, weil das will ich mir jetzt sicher entgehen lassen. Ich kann mir vorstellen, dass es so Säcke sind. Was ist hiermit? Gut, ist nix. Das kann ich mir jetzt gut vorstellen, wo ich das hier so sehe. Ich sollte lieber andersrum agieren. So. Geht das auch kaputt? Nee. Gut, ist nix. Alles klar. Hab mich getäuscht. Aber ich wette, da werden wir noch was finden. So, weiter geht's. So, hier eine schöne Box, eine verschiebbare Box. Oder kann man die auch wieder verschieben? Ich glaube nicht, diesmal brauchen wir nur ein Trampolin anscheinend daraus und dann war es das schon für die Kiste. Denn die fliegt uns aus unerklärlichen Gründen hinterher. Der Vogel fliegt rein und dann fliegt sie immer um die Erde. Und dann das ist ja hier sehr typisch. Mit Steinrutsch und sowas. So. Weiß nicht, ob ich zu verschwenderisch hier mit dem Randknoten bin. Ich glaube eher nicht. Kann sich das verbiegen? Nee. Hier können wir was festmachen. Was könnten wir da festmachen? Ich kann hier schleudern, ja. Oh. Aber was sollte mir das bringen? Ich guck mal, was hier noch rechts ist. Oh. Faden vorbei. Nee, hier ist Ende. Ach so. Wie kommen wir jetzt da hoch? Neues Rätsel, yeah! Ich hoffe nicht, dass wir irgendwie die Kiste hier rüberziehen müssen. Vielleicht, was ich mir vorstellen könnte, dass man, also das scheint wieder hier, das ist hier locker, das sieht man. Das ist da ein bisschen, ja, okay, obwohl das ist hier so gekreuzt, ne? Ob das funktioniert? Nee, das kann eigentlich nicht funktionieren. Oder? Das wäre jetzt das Einzige, was mir jetzt einfallen würde. Und zwar, das Ding ist halt mehr oder weniger lose oder locker drin. Und dann machen wir einfach oben einen Knoten dran. Und lassen die Kiste. Ah, das kann sich bewegen, also. Und lassen nämlich die Kiste den. Oh, lassen die Kiste den Rest machen, weil wir sind zu leicht. Und versuchen mal mit der Kiste das anzuheben. Oder geht das irgendwie so? Ich weiß es nicht. Ich mache gerade auch so voll den doppelten Knoten da rum. Warum hängt das denn hier so? Wie war es denn? Machen wir hier los, dann hier. Ziehen wir uns einmal hier rüber, damit wir nicht so, ich will nicht so viel Faden verlieren, ne? Also ich weiß, da hinten gibt es wieder neuen Faden, aber trotzdem muss nicht sein. Ja, zieh, 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 zieh. So viel Faden. So, jetzt ziehe ich mich selber hoch.
Ach, wir haben das ja hier festgemacht, ne? Kann man das abmachen? Ja, sehr gut. Aber. Das ist eigentlich egal, wenn das an beiden befestigt ist. Ich gehe jetzt mal hoch, ich versuche das jetzt mal. Ich hoffe, das funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Auch wenn ich da jetzt so ein Ding reinmache, ne? Ach, geht das. Oh. Ich habe es ja schon wieder so schwer gemacht, obwohl es wieder so einfach ist, ne? Ich bin echt. Ich bin eine Tröte, ey. Bleib hier. So, jetzt hier. Komm bloß, ey. Runter. Also sofort jetzt. So, das müsste jetzt einigermaßen fest sein. Jetzt ziehe ich mich hier hoch. Der Faden sollte mich halten und dann müsste ich eigentlich ohne Probleme darüber kommen. Ah, jetzt kann ich hier das Trampolin bauen. Alles klärchen. Ja, cool. Hat auch länger gebraucht als erwartet. Also da habe ich mir das schon wieder zu kompliziert gedacht. Manchmal ist es halt auch so kompliziert, ne? Das kann man also nicht immer einschätzen, wie das hier läuft. Yeah. Ich glaube diesmal, ja, diesmal ist es ein bisschen tiefer. Lass uns mal gucken. Machen wir uns hier so ein Ding. Komm hoch, gut, Jani, gut, gut, gut. Komme ich mir vor wie so ein Rettungshelikopter, Schwimmer, wie auch immer. Das scheint aber nichts mehr zu sein. Ne. Sieht nicht so aus. Ich bin jetzt einfach das Wasser mal halb durchgegangen, habe ein bisschen geguckt. Also ich sehe nichts. Wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Ich sehe halt nichts. Da sind meine alten Freunde wieder. Die möchte ich mal gerne verjagen. Tschüss, haut ab. Bam. Da hinten läuft was, eine Elch, ne? Cool, ja. Schwedens Haupttier Nummer 1. Ich war auch in so einem Elchpark, als ich in Schweden war. Oh, die greifen mich an. Scheiße. Hätte ich es noch nicht gemacht. Jetzt verscheuchen wir lieber nochmal und dann gucken wir mal. Irgendwie müssen wir da am besten schnell rüber rennen oder sowas. Ich weiß nicht. Ich laufe jetzt einfach mal durch. Ich hoffe, das klappt. Oh, oh, da kommt einer. Da kommt einer. Oh, shit. So, los, los, lauf, 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 lauf. Weh, da kommt einer angeflogen. Komm, 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 komm. Jawohl, sauber, Jani. Ich weiß, du kannst das. Da kommt einer, schnell. Nein, der hat mich. Oh mein Gott, ist das hart, ey. Okay, direkt loslaufen. Komm, 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 komm. Go, Jani, go, Jani, go, 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 Jani. Oh. Edgy, bad. Gucken, gucken, gucken. Da ist. Oh, doch nicht da. Da kommt einer. Da kommt noch einer. Den lassen wir jetzt ziehen und dann gehen wir. Oh, da kommt noch einer. Schnell, schnell, schnell. Schippe, schippe, schippe. Ah. Da, ich konnte da oben dran ziehen. Das heißt, wahrscheinlich kann man irgendwie da ausweichen. Weichen, weichen. Hier kommt einer. Zack, hau rein. Noch einer. Noch einer. Ah, man kann sich also. Ah, Beschleunigung. Ja, noch einer. Noch einer. Oh. So, haben wir geschafft. Oh, jetzt müssen wir hier rüberklettern. Scheiße. Die kommen also, glaube ich, alle in gewissen Abständen. Zack. Bleibt unten! Ah, von der anderen Seite. Scheiße. Oh, ist ja nicht so, als hätten wir es schon 8-mal gemacht. Egal, langsam habe ich den Bogen raus. Wahrscheinlich werde ich jetzt geschnappt. Nein. Erst beim nächsten. Zack. Haha. So, den tricken wir jetzt aus hier. Zack. Mal den Schleuderer. Andere Seite. Yeah. Mein Garn. Hau bloß ab, du. Zack. Geh bloß weg. Noch einer.
Nein, nein, nein. Jani! Ah, verdammt. Verfickte Scheiße. So, los. Und da kommt einer. Jetzt das lassen wir uns nicht bieten hier. Noch einer. Hier machen die aber dauerhaften Anflug. Ist ja wie bei den Deutschen. Krieg. Miau. Schneebusch. Runter. Jani, 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 Jani. Zack. Und jetzt. Abgebrochen. Gut, gut, gut. Heißt, alles gut. Verstecken. Okay, ich glaube, ich bin in Sicherheit. So, haben wir uns da auch zugemacht. Der Jani ist ein guter. Alles, was beweglich ist, nimmt man grundsätzlich direkt mit hier. Bei einem Ravel. An Gravel. So, einmal so. Hier drunter. Da ist Wand. Ey, da ist Wand, ey. So. Dafür brauche ich aber kein Trampolin. Das gilt wahrscheinlich nur der magischen Brücke. Ups. Komme ich da rüber? Ist da bestimmt auch irgendwie was? Wahrscheinlich muss das Ding hier hin. Gucken, ob das auch ein Trampolin ergibt. Nee, das ist Wabbel-Bubble hier. Das bringen wir jetzt hoch. Und ich denke mal, wir müssen da irgendwie über hoch. Aber erstmal mache ich hier das wieder ab. Oh. Ups, war ich nicht. Zack. Da muss das Ding, glaube ich, nicht hoch. Ich muss nur selber. Sehr gut, sehr gut. Da muss das Ding also auch hoch. Er bleibt hier. Nein. So, ich schiebe das jetzt immer straight nach oben. Zack. Ey. Ui, zurück. Bleibt das hier oben? Scheiße, das kommt nicht hoch. Ah, doch. Da kann ich also drauf, so. Nur was bringt mir das jetzt? Ah, Special Meshel. Oh yeah. Saubere Aktion. Komme ich da jetzt eigentlich noch dran? Scheiße. Ich muss, warte mal, den Binden bei der. Oh nee, ne? Krieg ich jetzt nicht mehr hoch. Das ist ja richtig abgefuckt. Wie soll man denn so schnell reagieren? Der könnte mich ja nicht erzählen, dass er. Warte, wahrscheinlich. Ah, wahrscheinlich kann ich das irgendwie darüber schieben. Denn, den Kasten. Und, ah ja, okay, gut. Gut, hat nichts gesagt, ist ja gut. Ich dachte schon, ey, weil sowas hasse ich ja wirklich, ne? Wenn einem wirklich so die Chance weggenommen wird, das irgendwas zu holen. Hier. Kann ich das wegschieben? Ne, ich kann nur gucken, ne? Okay, muss ich irgendwie hier oben durch? Nee, ne? Aber was muss ich denn machen? Muss ich einfach nur wahrscheinlich hier nach unten. Runter. Ah, das Trampolin, das ist nervig. Muss ich nur hier durch? Ja, easy. Okay. Kein Ding. Ups, das war meine Wasserflasche. Scheiß auf Kohlensäure. So. Yeah.
Hier. Oh shit. Wir kennen ja Jani die Sportskanone. Weltrekordhalter im Sporthochschultest der Uni Köln. Geil. Ja. Da machen wir uns jetzt was dran. Ich habe mich keinen Bock da nochmal rüber. Warum magische. Hä? Magische Brücke, warum? Wofür denn, ey? Hä? Was soll der Kack? Jetzt habe ich mich immer da hängen. Oh nee, kann ich nicht mehr so eine Brücke bauen? Haben die das extra gemacht? Ich wundere das schon, weil. Komm, mach ab. Moment mal, so. Oh. Zieh dich hoch. Haben die schon extra gemacht, damit du nicht auf die Idee kommst, dich ja festzumachen, damit du immer schön wieder darüber klettern darfst. Jetzt habe ich vergessen, mich festzuhalten. So. Knuffelbär, ja, nee. Gleich nicht mehr so knuffig. So, jawohl. Kann das die Dinge aufmachen? Wahrscheinlich, aber ich hätte wahrscheinlich auch rüberfahren sollen. Da gab es noch nur einen Faden, ne? Egal, ich wollte nochmal neu machen. Ich wollte das Ding mal rüber. Ah, das Ding ist jetzt da durch, ne? Ah, ne, doch nicht. Ich ziehe das jetzt mal darüber. Guck mal, da oben ist nämlich die Münze. Die schnappen wir uns, glaube ich, indem wir das Ding da vorne platzieren. Jawohl, genau. Dann so. Okay, ich glaube, das war es noch nicht. Oh, bleib hier. So, jetzt schwingen wir uns nämlich darüber. Zack. Ich hoffe, der Faden reicht. Das ist jetzt, glaube ich, eine lange Strecke. Noch bin ich mir nicht sicher, was ich davon halten soll. Die darf jetzt auf keinen Fall runterfallen. Nein! Oh! Fast vergessen zu drücken, das wäre es dann gewesen. Wie soll ich jetzt eine Brücke da hinbauen? Wie zum Henker. Ist da nicht vielleicht irgendwo ein Haken gewesen? Weil ohne wüsste ich jetzt nicht, wie ich da. Da ist nix. Hier ist auch keiner. Wie kriegen wir das denn jetzt darüber? Müssen wir das. Ah, aber unten wahrscheinlich, aber. Ja, aber hier ist kein Haken, das heißt, wir kriegen das auf keinen Fall rüber. Machen wir jetzt mal so. Ich bin jetzt mal eiskalt. Deswegen können wir auch da unten auch. Deswegen hat sich vorhin auch diese magische hier Brücke da ergeben. Obwohl das ja ein sehr. Hat mich ja schon gewundert, dieser weite. Komme ich ja durch? Ah, hier ist schon mal eine, okay. Das hilft mir jetzt für die eine. Für die andere brauche ich vielleicht das Ding gar nicht. Ich weiß es noch nicht. Ich muss mal gucken. Ah, ich glaube, ich komme damit auch gar nicht hoch jetzt mehr. Gut, dass ich noch mal gucken war. Ich nehme mal kurz mal schnell mit. Ne, das kriege ich auch nicht mehr da hoch, deswegen, ne, es ist aussichtslos. Hier ist kein Haken unten, deswegen kann ich auch nicht mehr hochschieben. Ich ziehe mich jetzt noch eben nochmal hoch. Und dann gucke ich nochmal wegen den anderen Teilen da.